So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute ist es soweit. Seit 8 Uhr gibt es Ho-Oh in den Raids, das ganze Wochenende lang. Schon wieder. Und wir haben die Fähigkeitsforschung. Wie ihr seht, bin ich theoretisch schon im Kapitel 3. Wir tun aber so, als wäre ich, hätte ich noch gar nicht angefangen und mache erst einen Ho-Oh-Raid zur Begrüßung und kümmere mich dann um die Kapitel. Wir müssen nur noch ein Ho-Oh suchen. Wir gucken mal in die Nearby-Liste, ganz normal. Da sehen wir einen offenen, einen zuhörenden, 9.34 Uhr. Der ist da oben beim Friedhof, Schachbretttisch. Ihr seht hier auch diese komischen Starter mit Partyhüten in den Raids. Gab es ja sonst auch schon mal in den Raids und aus Eiern. Jetzt gibt es die aber sogar auch wild. Hier saß eben auf jeden Fall noch eins rum. Hallo. Und ja, wer das noch nicht shiny hat, kann da zuschlagen. Pikachu, fliegendes, shiny, kann da zuschlagen. Dusselgur, shiny, kann da zuschlagen. Wir suchen uns jetzt einen Ho-Oh Raid und dann melden wir uns direkt zurück. So, und da ist doch schon einer. Guckt euch das an, noch 33 Minuten. Er stand natürlich die ganze Zeit hier, das war ja Absicht so. Und wie wir das immer so machen, gucken wir mal in die GoTool-App. Da stehen nämlich immer die Werte auch für das 100er, für das wettergeboostete 100er. Da stehen die Konter, da steht alles. Ihr seht ja auch die ganzen anderen Raids, die gerade so da sind. Stufe 1, auch das fliegende Pikachu gibt es in Stufe 1 Raids. Wir wollen aber direkt zu Stufe 5. Da seht ihr nämlich, Zekrom kann ja auch noch da sein. Es muss also nicht unbedingt nur Ho-Oh aufgeben, es kann auch Zekrom aufgehen. Was eigentlich stärker, brutaler und besser ist. Also cooler auf jeden Fall. Ho-Oh war schon oft genug da, erreicht 22.07 statt 23.07, sind genau 100 weniger. Ist deshalb also schwächer, aber noch schwächer ist nur das Kyurem, wenn ihr nämlich da mal nachguckt. Das kommt gerade mal auf 20.42. Das kommt aber erst am Mittwoch. Und wir konzentrieren uns jetzt auf das Ho-Oh. Ihr seht hier Ramaidon, Despotar, Terrakium, Rihonyor. Auf jeden Fall lauter Gesteinsangreifer mit Gesteinsattacken. Das fliegt, ne? Ist auch vom Feuer. Also Stein müsste doppelt, vierfach, zehnfach effektiv sein. Wir können uns hier wieder die Konterliste kopieren, indem wir hier auf den Zettel drücken. Und merken uns die 22.07. Jetzt gehen wir aber erstmal in die Lobby, machen die Handys startklar und gucken mal, ob wir einen Shiny Ho-Oh dabei haben. Ja, hättest du geschrieben, könnt ihr 5 Minuten warten. So hieß es nur, jo, wir machen mit zwei, fertig. Und dann dachte ich, okay, vielleicht machen die von der Ferne oder vielleicht stehen die um die Ecke oder sonst was. Das wird ja eh nicht der letzte sein. Ne, ist noch einer bei der, bei dir oben, im Fachbrett. Könnt ihr mal in der Gruppe fragen, ob noch jemand mitmacht, weil ich muss dann erstmal heim, ich muss dann erstmal das Video davon machen und das andere. Stehen nämlich unter Zeitdruck und hängen hinterher. Deswegen wollte ich den jetzt fix als ersten Ho-Oh machen, dass ich den dann hochladen kann. So, ihr seht wie immer, Despotar Armee regelt natürlich mit Katapult, mit Steinkante. Das hat
keine Chance gehabt. Ist ja wie gesagt vierfach effektiv, glaube ich. Wir gucken jetzt mal drauf. Ich habe den Wert schon wieder vergessen. Ich glaube 27, irgendwas mit 50, 40, 50. Auf jeden Fall ist kein 100er dabei. Wir haben hier nämlich 27, 30, 27, 2, 26, 84, 27, 2 schon wieder, 26, 98 und der Große kommt jetzt. Den müssen wir dann auch fangen. Haben 14 Bälle. Muss wieder hochhalten, sonst ist es so dunkel. Ist auf jeden Fall auch kein Shiny. 26, 82. Ist, glaube ich, sogar das Schlechteste aus der ganzen Runde. Nee, ja, 84 das Zweitbeste, aber 82 das Schlechteste. Was hast du? Ich habe 27,5. 27,5, alles besser, wunderbar. Wir versuchen es mal zu fangen, wir stellen euch nochmal ab. Gucken mal, wie viel wir brauchen von den 14. Vielleicht kann ich euch auch einfach auf den Mülleimer stellen und dann fangen. Das sieht immer sehr gut aus. Oder ich bück mich einfach hier davor. So, dann machen wir es einfach so. Versuchen es mal zu fangen. Kreis einstellen ist ja für die Katz. Den trifft man eigentlich so auch ganz gut mit einfach fabelhaft. Hat ja einen relativ hohen Kreis. Das Problem ist, der ist manchmal unten, der ist manchmal oben. Ihr müsst dann immer schauen, wann ihr werft. Er bewegt sich viel, der zuckelt viel rum. Jetzt ist er wieder runtergeflogen. Normalerweise solltet ihr da keine Probleme haben, einfach fabelhaft zu treffen. Wenn er mal ruhig hält, so wie jetzt. Könnt ihr natürlich für die Aufgabe auch machen, wenn ihr den einfach fabelhaften Wurf machen müsst im dritten Kapitel. Macht einfach einen Ho-Oh-Raid, alternativ macht einen C-Chrom-Raid. Ist wahrscheinlich noch besser zu treffen, noch besser abzuwerfen. 1, 2. So, da ist es auch drin. Im vierten Ball, obwohl wir nur einmal gescheit getroffen haben. Wir können es trotzdem mal bewerten, gucken uns das mal an. 11, 12, 12. Also eigentlich richtig schlecht. Ist, könnte man direkt verschicken. Wir können aber auch warten, bis es doppelte Bonbons gibt. Verschicken es dann. Haben nämlich nur noch 9 Stück übrig. Weil ich erst eins gemaxt hatte. Ich glaube, habe ich mein Shiny gemaxt oder habe ich normales gemaxt? Ich habe auf jeden Fall schon 2,98er gehabt von damals. Und ja, habt ihr schon ein Shiny Ho-Oh, schreibt es mal in die Kommentare. Oder habt ihr schon heute ein Ho-Oh gemacht, schreibt es mal alles rein. Da gehen noch ein paar Fünfe auf. Mal gucken, ob die Jungs vielleicht da noch einen machen, ob jemand aus der Gruppe noch einen macht. Ich muss jetzt erstmal heim, Video schneiden und die Kapitel dann noch fertig machen. Das erste Kapitel haue ich euch auch heute noch raus. Also bis zum nächsten Mal, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.